genau gesagt unter dem Rednerpult. Lust ihm die Lüge und der Verrat, das fehlende Coin. Er spricht von Eurokrise, schickt aber das Geld an die Banken, verschwendet kein Gedanken der aparten Gesellschaft zu danken. Wir können ja mal vielleicht über Ihren konkreten Fall sprechen, weil man hört ja bei Cabo so ein bisschen auch diese Kritik raus zwischen Medien und Politik, die Verschmelzung da drin. Sie waren früher Journalist, Moderator. Wie schwierig war denn dieser Wechsel zum Regierungssprecher? Der war nicht schwierig. Ich habe mich dafür entschieden, hatte meine Gründe, habe dann umgeschaltet. Also ich hatte 20 sehr schöne Jahre im Journalismus, 21 sogar, und verdanke dem viel. Und dann habe ich beschlossen, du kannst mit 50 auch was anderes machen. Das ist ja kein lebenslanges Gelübde, was ich da abgegeben habe im Journalismus. Und deswegen bin ich jetzt sehr glücklich mit dem, was ich mache. Ist eine vollkommen andere Aufgabe. Ich glaube, der Mensch kann viele verschiedene Dinge machen. Aber ist es ein Beispiel dafür, dass Medien und Politik vielleicht zu eng miteinander verbunden sind? Ja, das wäre nur dann ein Beispiel für zu enge Verbindung, wenn sie irgendwie fänden, das wäre schlecht, dass ein Journalist Regierungssprecher wird. Ich finde aber nicht, dass es schlecht ist, dass ich Regierungssprecher geworden bin. Deswegen kann ich das auch nicht finden. Ich war der Politik vorher nicht sehr eng verbunden. Ich habe nicht in Berlin gearbeitet, sondern in Mainz. Ich war nicht Teil der Hauptstadtpresse. Ich kannte kaum einen Politiker näher als über den Monitor, wenn ich Schaltgespräche mit Politikern gemacht habe. Ich hatte keine besondere Nähe zu deutschen Politikern, schon gar keine persönliche. Und jetzt bin ich Regierungssprecher. Ihr Vorgänger ist ja jetzt Intendant beim Bayerischen Rundfunk. Können Sie sich vorstellen, auch danach wieder als Journalist zu arbeiten in den Medien? Oder ist es danach schwierig? Ehrlich gesagt denke ich jetzt über das Danach nicht so sehr nach, sondern versuche ein bisschen durch meine Arbeit auch dazu beizutragen, dass diese Bundesregierung vielleicht nochmal eine Chance kriegt. Aber ich glaube, mir wird in meinem Leben dann auch... Mir würde im Fall des Falles auch noch was einfallen in meinem Leben. Hallo Angie, was geht ab? Ich schreib dir mal einen Brief, erzähl dir, was mich hier so plagt. Erzähl dir, was ich denke, doch ich will es doch mit Vorsicht sagen. Glaub, Politiker am Schaden, woran liegt das? Erklär's bitte. Sie wirken so, als wären sie nicht von dieser Welt. Wirken abgehoben, man denkt, sie regieren nur fürs Geld. Ich hab da mal einen Vorschlag, was ich vorhab, klingt seltsam. Aber schau dir mal aus seiner anderen Sicht die Welt an. Der Hans Blix hat ja im Endeffekt einen richtig konkreten Vorschlag. Nämlich, schau dir mal aus meiner Sicht die Welt an oder aus einer anderen Sicht die Welt an. Er hat tatsächlich vorgeschlagen, dass Politiker ein 6-monatiges Lebenspraktikum machen sollten. Was halten Sie von dieser Idee? Ja, da sind wir wieder am Anfang unserer Unterhaltung. Das ist diese Grundhaltung. Politiker kommen gar nicht aus dem richtigen Leben. Die haben gar nichts, keine Ahnung, wie Menschen leben. Und die halte ich für falsch. Politiker sind nicht als, auch Bundeskanzler, sind nicht als Bundeskanzler auf die Welt gekommen. Bundestagsabgeordnete haben sowieso ein relativ normales Leben. Ich finde dieses, wir sind hier und die sind da. Ich weiß, dass das total beliebt ist, so zu denken, aber es ist nicht besonders richtig. Ich glaube, die meisten Politiker brauchen kein Lebenspraktikum, weil sie das Leben kennen. Viele haben Berufe vorher gehabt. Viele Bundestagsabgeordnete haben also so viel Kontakt in ihrem Wahlkreis mit allem und jedem, von Jugendgruppen bis zu, weiß ich nicht, Kleingärtnervereinen, die kennen das Leben. Ich will ja nicht sagen, dass es nicht trotzdem, und jetzt wären wir mal positiv, es ist trotzdem immer wieder unheimlich wichtig für Politiker, genau diese Verbindung auch zu haben, Jugendgruppen zu begegnen, weiß ich nicht, Altersheime zu besuchen, Pflegestätten, Wirtschaftsunternehmen, um zu hören, was denken Leute, die jeden Tag zu einer Arbeit in der Fabrik gehen, was denken Leute, die in Jugendgruppen, das ist wichtig. Natürlich ist es wichtig, die Wirklichkeit nicht nur aus der Zeitung und von anderen Politikern zu hören. Aber die Politiker, die ich so wahrnehme, die machen das auch. Kennen Sie diese Straßen wieder? Ich glaube nämlich nicht. Aus Armut folgt Verzweiflung und danach kommt das Gericht. Bestimmt hat sich hier nur ihr Schuh für Jefferson verfahren, denn die meisten haben keinen Abschluss, so wie Jefferson verfahren. Doch sie müssen sparen und das betrifft uns nämlich alle. Armut ist ein Teufelskreis, wir sitzen in der Falle. Alles ist ein Widerspruch, genauso wie die Hassliebe. Denn ich spreche für viele, wenn ich frag, wann ich den Pass kriege. Wenn man einen Zuwandererstatus hat, muss man sich bis 23 entschieden haben, welchen Pass man möchte. Ich glaube, sollte es der Fall sein, dass die SPD und die Grünen die bevorstehende Wahl gewinnen, die wollen ja die doppelte Staatsbürgerschaft erleichtern. Die CDU und natürlich somit auch Angela Merkel sind dagegen. Warum? Warum kann man Menschen nicht ermöglichen, auch eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben? Also erstmal stimmt es, es gibt diese Optionslösung, wonach sich die Menschen entscheiden müssen.
Sie kriegen dafür eine ziemliche Zeit bis zum 23. Lebensjahr, um sich diese Gedanken also wirklich auch gründlich zu machen. Und das Schöne eigentlich ist, aus meiner Sicht, das Schöne ist, dass weit über 90% sich dann für Deutschland entscheiden. Also das Land, in dem sie leben, zu dem sie hoffentlich und offensichtlich auch dann eben diese Nähe und dieses Vertrauen haben, um Bürger Deutschlands zu werden. Das finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Unser Grundsatz ist, und das kann man dann kritisieren, aber das ist der Grundsatz, ist, dass man mehr Staatlichkeit, mehrere Pässe eher vermeiden soll. Dass es da Loyalitätskonflikte geben kann, schwierige bürokratische Fragen, dass also der Grundsatz eher sein sollte, eine Person sollte einen Pass haben. Und wie ich jetzt sehe an diesen Optionsverfahren, so wie sie laufen, entscheiden sich ja auch die allermeisten dann für den deutschen Pass. Ich glaube nicht, dass es ihrem Leben dadurch irgendetwas entgeht. Wir sind ein Einwanderungsland, wir freuen uns, dass wir eins sind. Dass du mich kapierst, ist mein Ziel. Brachte viele Argumente, doch beleg es mit einem Beispiel. Den Naunin-Ritze, die ich ja vorher erwähnt hab. Na, ich mein das Jugendhaus, wo ich vieles erlebt hab. Auch sie wurde Opfer, doch für dich ist es kein Thema. Heute nicht mehr kommunal, denn du bist ja für Freiträger. Pädagogen, die ich schon lange kannte, mussten gehen. Es ist wirklich ein Drecksgefühl, dabei zuzusehen. Hab vieles erreicht, mach heute mein Ding. Ohne Naunin wär ich nicht der ich heute bin. Hier paar Tipps, zieh sie dir jetzt rein. Bildung und Kultur sollten keine Frage des Geldes sein. Die Straße hat Talente, doch sie müssten einfach nur entdeckt werden, bevor sie im Dreck sterben. Der Drop Dynamic spricht ja davon, dass sein altes Jugendzentrum privatisiert wurde. Außerdem gibt es ja, glaube ich, momentan auch schon den Trend in Deutschland, dass es immer mehr Privatschulen gibt. Welche Folgen hat denn diese Trennung, besonders wenn wir jetzt vom Schulsystem sprechen, dass früh reiche und arme Leute quasi nicht mehr zusammen auf eine Schule gehen? Welche Gefahren bringt das mit sich? Also erstens, auch wenn das jetzt vielleicht für ihn nicht besonders interessant klingen mag, eine Bundeskanzlerin und eine Bundesregierung hat mit dem Schulsystem so gut wie nichts zu tun. Das ist in Deutschland Sache der 16 Bundesländer und die gucken auch sehr genau darauf, dass sie das machen und nicht die Bundesregierung. Also das muss man einfach anerkennen, dass wir können keine Schulpläne und keine Schulreformen durchführen, denn das machen die Länder. Das ist ein wichtiger Unterschied. Trotzdem kann er sich, ist ja seine, das, was er da an Angela Merkel heranrappt, das rappt er ja im Grunde an die Politik insgesamt. Ich bin nicht glücklich, dass immer mehr Menschen glauben, sie bekämen eine gute Ausbildung für ihre Kinder nur auf einer Privatschule. Ich finde es absolut gut, dass es Privatschulen gibt und es soll auch so sein. Aber die öffentlichen Schulen sollten schon so dastehen, dass man immer eigentlich das Gefühl haben kann, die sind auch gut und da kann ich mein Kind ganz genauso hinschicken. Das halte ich für wichtig und deswegen gibt es nämlich dann da auch eine soziale Mischung im Idealfall. Und Kinder lernen im Idealfall an einer öffentlichen Schule, wie sie mit Kindern, die aus ganz anderen Elternhäusern, aus ganz anderen Herkunftskreisen kommen, ganz normal umgehen. Und dass das nicht das ist, was zählt, wie viel einer im Hintergrund hat. Das, finde ich, ist das Ideal des öffentlichen Schulsystems und ich hoffe, dass das uns noch lange erhalten bleibt. Partei, die es schafft, die wirtschaftlichen Belange mit den Umweltbelangen. Ja, ich unterbreche da mal, denn ich rede für die Menschen, die das Ende schon sehen. Was ist denn mit unserer Zukunft bei dem Rentensystem? Sollen wir Caritas anrufen und von Spenden dann leben oder verschluckt uns die Erde wie Städte beim Erdbeben? Immer wenn's konkret wird, gibt die Antwort die Kanzlerin. Podiumsdiskussion, Achtung, der Kampf beginnt. Immer wenn's konkret wird, sehen die Augen nach Berlin, geht zum Umweltrente oder was über Berlin. Immer wenn's konkret wird, will ich nicht in ihrer Haut stecken. Wenn man keine Antwort weiß, muss man sie sich ausdenken. Immer wenn's konkret wird, liegt's in ihrer Hand. Sie haben das Amt, sie führen das Land. Percy mit Immer wenn es konkret wird, er sagt, was ist denn mit unserer Zukunft bei dem Rentensystem? Sollen wir Caritas anrufen und von Spenden dann leben? Es ist ja so, dass, glaube ich, bis zum Jahr 2029 der Rentenzahlbetrag auf 750 Euro sinken soll, also nach 40 Versicherungsjahren mit 65 Eintritt in die Rente. Ist denn Percys Sorge berechtigt, dass man, wenn man Rentner ist, später irgendwann noch von der Caritas leben kann? Also erstmal gibt es eine Basis für das Ganze und das ist die demografische Entwicklung in Deutschland. Die konkrete Frage, wie viele Kinder haben wir, wie entwickelt sich die Bevölkerung? Und da gibt es langfristige Entwicklungen, die wir jetzt auch so schnell gar nicht irgendwie aufhalten oder verhindern könnten, die dafür sorgen, dass wir eine Bevölkerung haben werden in 20, 30 Jahren, die deutlich älter ist im Durchschnitt, viel mehr
Rentenempfänger kommen auf Menschen, die noch im Arbeitsleben stehen. Und das heißt natürlich, dass wir irgendwie die Finanzierung unseres Rentensystems immer neu überdenken müssen. Das ist aber nun nichts, was uns überrascht. Darüber wird seit langem nachgedacht und das hat man versucht, auch ins Rentensystem schon einzubauen. Ja? Damit, also die Frage, dass zum Beispiel Menschen, ich weiß, dass es umstritten ist, dass wir sagen, Renteneintrittsalter soll 67 sein. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir überzeugt sind, so wie sich die Demografie hier entwickelt, müssen Menschen länger arbeiten. Glücklicherweise können sie das auch, weil sie ja auch viel gesünder alt werden als früher. Früher sind Menschen in wenigen Jahren nach ihrem Renteneintritt verstorben. Heute haben wir glücklicherweise eine Situation, dass da manche noch 20, 25 sehr aktive und frische Jahre haben und dass davon eben dann auch einige mehr an die Arbeit, für die Arbeit verwendet werden können. Das ist eine Maßnahme, um das Rentensystem im Sinne der Generation von Percy überhaupt im Lot zu halten. Und dann gibt es viele weitere. Schwieriges Thema, aber wir haben, glaube ich, als Bundesregierung oder die ganze Politik hat das erkannt. Altersarmut ist jetzt noch kein Problem, könnte aber eins werden. Deswegen müssen wir uns da noch weitere Maßnahmen einfallen lassen. Aber das ist jedenfalls eine der großen Herausforderungen Deutschlands, dass Percy und meine Kinder noch einigermaßen ein Rentensystem vorfinden werden, was ihnen ein ordentliches Alter ermöglicht. Aber sie werden stärker privat vorsorgen müssen. Das stimmt auch. Ganz zum Schluss, das haben ja nicht nur Percy, sondern auch viele andere angesprochen. Er sagt, liegt's in Ihrer Hand, Sie haben das Amt, Sie führen das Land. Vielleicht nochmal abschließend nach all diesen Messages an Merkel. Welche Macht hat denn die Bundeskanzlerin also am Ende des Tages? Sie führen das Land, klingt gut, aber Macht ist in Deutschland was, auch die Macht einer Bundeskanzlerin ist etwas sehr Gebremstes, sehr Relatives. Ja, da gibt es die Macht der Bundesländer, die im Bundesrat organisiert sind. Eine Bundeskanzlerin ist nichts ohne eine Mehrheit im Bundestag, für die sie immer wieder für ihre einzelnen Überzeugungen auch kämpfen muss. Also das ist ja glücklicherweise hier weder eine Diktatur noch eine Einparteien- oder Ein-Personen-Herrschaft. Ja, sie ist die Chefin der Bundesregierung und hat als solche wirkliche Einflussmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, der Sache eine Richtung zu geben. Aber sie muss immer wieder gucken, wo ist die Mehrheit, folgen die Menschen mir, muss ich einen Kompromiss machen. So wie Percy sich das vorstellt, dass sie eigentlich nur den Schalter umzulegen braucht und dann geht es in die eine oder andere Richtung, so ist es nicht. Es ist, glaube ich, ein wahnsinnig schwieriges Amt. Ich würde mal behaupten, dass diese Bundeskanzlerin das seit nun fast 8 Jahren auch sehr gut ausübt. Herr Seibert, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, davon haben Sie auch nicht so viel. Die Kandidaten haben ja nun ihre Stimme quasi direkt an Angela Merkel gerichtet. Haben Sie denn vielleicht noch eine Message an unsere Kandidaten beziehungsweise generell die jungen Menschen in Deutschland? Also ich würde gerne allen, die sich hier beteiligt haben, nicht nur denen, die ausgewählt worden sind, sondern auch den anderen ganz herzlich Dank sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich wäre gern dabei gewesen, wenn ihr eure Gedanken gesammelt hättet und mit anderen besprochen hättet, was in diese Raps rein soll. Die 10, die ich jetzt vorgeführt bekommen habe, ich habe ja dazu gesagt, was ich anders sehe, was ich kritisch sehe. Das, glaube ich, ist auch gut so. Also ihr habt ja nicht erwartet, dass der Regierungssprecher jetzt alles prima findet. Aber ich finde es prima, dass ihr es gemacht habt. Ich würde mir wünschen, dass das Rappen nicht die einzige Form ist, wie ihr euch politisch einmischt. Ich kann nur sagen, es gibt überall Politiker, die sich freuen, von Jugendlichen zu hören. Und wenn sie sich nicht gleich freuen, dann muss man sie dazu überreden, dass sie sich freuen, sich mit euren Argumenten auseinanderzusetzen. Die gibt es auf der Gemeinde- oder Stadtebene, da gibt es Bundestagsabgeordnete. Also ich ermutige jeden von euch, dass ihr eine Stimme habt, nicht nur wenn ihr rappt, auch wenn ihr normal sprecht. Und ich hoffe, dass ihr die Erfahrung machen werdet, dass man euch auch zuhört. Ich habe euch jedenfalls hier gerne zugehört und werde das auch der Bundeskanzlerin erzählen, was hier alles so gerappt wurde, damit sie es auch erfährt. Vielen Dank.